Washington. Gehört ihr nicht eigentlich ins Bett? Geht schon, George. Vertretet mich als Gastgeber. Geht in den Keller und holt einen guten Tropfen für die Gäste. Gerne. Gentlemen? Kenn ich die nicht? Warte mal. Mein Bruder ist ein Lichtblick in diesem Land. Eine Bitte habe ich, bevor ich aus dem Leben scheide. Bitte lasst ihn in Frieden. Er sollte mit den Wirren des Templerordens nichts zu tun haben. Wir respektieren eure Meinung, Sir. Ich danke euch dafür, Gentlemen. Master Smith, seid ihr bereit für eure Reise? Aye, Sir. Ich werde mit Antworten zurückkommen. Master Wardrop, kennt ihr auch den Inhalt des Manuskriptes? Ja, Sir. Und bald auch seine Bedeutung. Dann brechet sofort auf. Der stirbt doch sowieso jetzt schon fast. Was soll ich denn jetzt noch machen? Washington kann sich kaum auf den Beinen halten. Hoffentlich habt ihr mit ihm recht, Liam. Denn ich töte hier einen sterbenden Mann. Kommt jetzt hier vorbei, glaube ich. Da habe ich ihn. Ihr seid zu spät. Da habe ich ihn. Es ist nie zu spät, Templerpläne zu vereiteln, Master Washington. Aber meine Pläne sind schon im Gange. Euch hierher zu locken, verschaffte meinen Bundesgenossen Zeit zur Flucht. Ich danke euch, dass ihr mir ein schnelles Ende gewährt. Und ich euch für das Offenlegen eurer Pläne, hinterhältige Schlange. Vielleicht muss ich, glaube ich, wieder wegfliegen. Kann das sein? Fortsetzen. Gott verdammt, ich muss eilen. Ich muss die Morgan erreichen. Liam, ich hoffe, du bist mit dem Schiff da. Das hoffe ich doch auch mal. Stay back, you know what's good for you. Ist das ein Schiffsmörser? Das gehört sich nicht. Scheiße. Wurden voll getroffen, Sir. Gib mir etwas Haar. Ihr versenkt uns noch, Captain. Segel setzen. Weg hier. Sie feuern, Sir! Oh, fuck.
Das wird jetzt haarscharf hier. So, wir müssen entkommen, das heißt, ich hoffe, wir schaffen das. Aber ich denke mal schon. Ich glaube, wir können das ganz gut. Lawrence Washington ist tot. Ihr wirkt enttäuscht. So krank wie der Mann aussah, wäre er in einem Monat ohnehin gestorben. Zwei andere Templer sind entkommen. Sie wissen von Manuskript und Schatulle. Mhm. Haben Sie die Artefakte? Ich weiß nicht. Vielleicht. Sicher bin ich nicht. Dann handeltet ihr im Sinne der Bruderschaft. Wir suchen die Objekte später. Freut euch, Shay. Selten konnten wir die Templer in solch Unordnung stürzen. Vielleicht. Aber Washingtons Worten zufolge hört es sich nicht nach einem großen Verlust für sie an. Nun, das sollt ihr glauben. Okay. Mission abgeschlossen. 80% Washington im Schutz der Menge töten. Habe ich geschafft. Feinde mit Luftgewehren habe ich nicht gemacht. Aber ich habe es so schon geschafft. Auf jeden Fall sehr gut gelungen, denke ich mal, die Mission. Also es war jetzt, glaube ich, nicht, dass ich irgendwelche Fehler hatte. Außer, dass ich mal entdeckt wurde. Aber es ging eigentlich dann auch noch. Es klappte sehr gut. Die Erinnerung scheint fragmentiert. Wie viel Zeit ist vergangen? Ein paar Monate. Der Virus stört den Zugriff auf ganze Erinnerungen. Sie sind völlig durcheinander. Der siebenjährige Krieg wird sehr bald ausbrechen. Achtet auf die Einmischung der Assassinen. Das werden wir. Nicht wahr, Strohkopf? Es ist so düster über der Heimstatt, damit Abigail und Connor von uns gegangen sind. Hi. Ich sah Achilles weinen. Warum auch nicht? Er sieht nicht traurig aus. Er sieht wütend aus. Verwirrend. Keine Verbündeten angreifen. Ich hab das gemacht. Scheiße. Das tut mir dann leid. Weil ich will keine Verbündeten angreifen. Oh, da ist eine Wand. Okay, die sollen sich mal um den kümmern. Ich fahr auf jeden Fall weg hier. Mal ganz dreist wegfahren. Wegschiffen. Wie nennt man das? Fahren? Schiffen? Er kämpft um den Verlust. So wie wir. Ich weiß, das ist Monate her. Und wir suchen nach einem verfluchten Manuskript und einer Schatulle. Der Chasseur hat eine Spur zur Schatulle. Wir treffen Chevalier und ihn in St. John's. Chevalier auch? Das erheitert mein Gemüt nicht gerade. Okay. Als Achilles sagte, der Besitzer der Artefakte habe Zugang zu Orten großer Macht, was meinte er? Ich weiß nicht, ob ich es selbst verstehe, Shay. Ich sprach lange mit Adarale darüber. Er glaubt, die Vorläufer-Schatulle erzeugt, nun, Wörter oder Bilder. Eine Laterna Magica? Was meint ihr? Die magische Laterne, die Vater Connolly einst in der Kirche aufgestellt hat. Im Innern war eine Kerze, glaube ich. Vorne steckte eine kleine Glasplatte. Dann wurden helle Bilder an die Wand geworfen, wie römische Kathedralen. So nah, als wären sie echt. Ah, ja. Ich denke schon. Nur, dass sie auch die seltsame Sprache des Manuskripts übersetzt. Wäre auf der Platte ein Spruch in Latein, erschien er in Englisch. Wie ist das möglich? Wer weiß. Ich fürchte, wir werden niemals verstehen, wie die Edensplitter funktionieren. Wo in der Welt gibt es die hübschesten Mädchen? So, das hängt davon ab, was ihr unter Schönheit versteht. Eine Meile von Kopf unterscheidet sich von einem aus Oslo wie Tag und Nacht, aber schön, bis dann, tschüss. Seht ihr, Ansichten wie diese